Herzlich willkommen zu den MaxTube News im Winter 2015-16. Die Max-Eid-Schule hat den dritten Preis des Deichmann-Förderpreises für Integration in der Kategorie schulische Präventivmaßnahmen gewonnen. Kollege Hanisch berichtet. Unsere Schule wurde mit dem dritten Preis des Deichmann-Förderpreises für Integration in der Kategorie schulische Präventivmaßnahmen ausgezeichnet. Für unser Engagement bei der Beschulung von jungen Flüchtlingen bekamen wir ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro von dem Initiator des Förderpreises, Heinrich Deichmann, überreicht. Eine Liege aus Kirschbaum, ein Bett aus Eiche und ein Schreibtisch in Esche. Mit diesen prämierten Gesellenstücken zeigten die Tischler der Max-Eid-Schule, dass es eine Wohnwelt jenseits von MDF und Pressspan gibt. Fünf der Auszubildenden aus der Abschlussklasse Tischler-Holzmechaniker haben in diesem Schuljahr die Zusatzqualifikation zur CNC-Fachkraft erhalten. Auszubildende des Fremdsprachensekretariats nahmen an einem Projekttreffen des Erasmus-Plus-Projekts Working Culture 2.0 in Aveiro, Portugal teil und arbeiteten gemeinsam mit Schülern aus Finnland, Ungarn, Italien und Portugal an Unterrichtsmaterialien für interkulturelles Lernen. Die Alsfelder Energietage fanden in diesem Jahr an der Max-Eid-Schule statt. Kollege Hanisch berichtet. Vier Abende mit Fachvorträgen ausgewiesener Experten rund um das Thema Energie und ein Projekttag zu E-Mobilität und nachhaltigen Energiekonzepten. Die zweiten Alsfelder Energietage fanden in diesem Jahr an der Max-Eid-Schule statt und stießen auf großes Interesse. In Marsabotto, einer Gemeinde in der Nähe von Bologna, fand Ende September 1944 das schlimmste Kriegsverbrechen deutscher Soldaten während des Zweiten Weltkrieges in Italien statt. 800 Zivilisten wurden von SS und deutscher Wehrmacht ermordet. In Kooperation mit der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung veranstaltete die Fachoberschule einen Projekttag über die Kinder von Marsabotto. Neben verschiedenen Referenten standen auch zwei italienische Zeitzeugen Rede und Antwort. Auch in diesem Jahr informierten sich wieder Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 an der MES über das vielfältige Bildungsangebot unserer Schule. Die verschiedenen Fachbereiche stellen sich mit Projekten und Stationen zum Informieren und Mitmachen vor. Seit September hat unsere Schule wieder einen spanischen Sprachassistenten. Francisco Marin wird die Lehrkräfte mit den Fächern Spanisch und Deutsch als Fremdsprache ein gutes halbes Jahr lang unterstützen. 16 Schüler, Lehrer und Mitarbeiter des Fördervereins nahmen für unsere Schule am Laufevent Alsfeld bewegt teil und präsentierten die MES als gesunde und fitte Schule. Weihnachten steht vor der Tür. Für unsere Reihe Grill That heißt das, heute lassen wir grillen und begeben uns direkt zum Alsfelder Weihnachtsmarkt. Tja, und da wären wir auch schon hier in Alsfeld auf dem Weihnachtsmarkt. Und dieses Grillexperiment ist garantiert geglückt. Ja, wir wünschen frohe Weihnachten, schöne Weihnachtsferien und einen guten Start ins neue Jahr. Ganz genau. Mmh.